Hallo, mein Name ist Joshua Begehr und ich spiele Fußball beim Verein SK Gaming, allerdings online. Fußball, das ist für Joshua Begehr vor allem FIFA 10. Das Spiel zockt er seit 5 Jahren und zwar so gut, dass er letztes Jahr im Finale der World Cyber Games in China Weltmeister wurde. Doch von nix kommt nix. Ich trainiere 2x2 Stunden pro Tag. Ich versuche dazwischen Sport zu machen. Das heißt nachmittags eine Einheit, abends eine Einheit und dann setze ich mich mit meinem Team, also SK Gaming, zusammen und dann werden Spielzüge eintrainiert. Joshuas Geheimtipp, Spielanalyse. Wer nicht aus seinen Fehlern lernt, verliert. Der Gegner hat hier folgenden Fehler gemacht. Ich laufe nach vorne und dieser Spieler steht zu weit vorne. Er hätte ihn weiter hier platzieren müssen. Er hätte früher erkennen müssen, dass ich hier die Lücke sehen will und den Spieler weiter in der Abwehr platzieren müssen. Dadurch entsteht der Spielzug und hier gehen viele, mehrere große Lücken auf, die dann zum Tor führen. Wie im vergangenen Jahr treffen die besten deutschen Spieler wieder auf der Games Convention Online in Leipzig aufeinander. Die Fittesten fahren zur WM. Thomas von Treichel zieht die Fäden der World Cyber Games. Die International Finals in Los Angeles finden im Herbst statt, doch schon jetzt wird regelmäßig mit der West Coast konferiert. In Los Angeles this year for the Grand Final in October. Für ihn ist klar, E-Sport ist im Kommen. Die World Cyber Games sind im Jahr 2000 gegründet worden. Wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und egal welche Zahl man sich anguckt, ob es Teilnehmer sind, ob es Preisgelder sind oder auch durchgeführte Turniere, wir haben eine rasante Entwicklung. Joshua spielt in Deutschland professionell und kann davon leben. Doch beim Stichwort Asien gerät er ins Schwärmen. In Asien ist es halt so, dass die Strategietitel auf mehreren Fernsehsendern übertragen werden und dementsprechend steht auch sehr viel Geld dahinter. Da gibt es Ligen, wo Spieler ja teilweise ein Dutzend, 1.000 Euro im Monat verdienen. Übrigens hat Joshua mit der deutschen Mannschaft nichts am Hut. Er setzt auf Brasilien. Brasilien hat die schnellste Abwehr, dort liegen meine Stärken. Insgesamt die Spielerwerte, die ich am besten ausnutzen kann, also auch noch starke Stürmer. Die meisten Spieler spielen deswegen Brasilien, orientieren sich natürlich auch an guten Spielern dafür. England wird auch noch häufig benutzt wegen des starken Angriffs. Egal wer zur GCO oder online gegen Joshua antritt, der muss gut drauf sein. Denn Joshua hat ein großes Ziel, Weltmeister bleiben.